Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zur ersten Folge der FIFA Mobile Road to Glory auf meinem Kanal. Jawolski Leute, endlich geht's los. Ich werde eine Road to Glory machen. Klar, jetzt zwei, drei Wochen später zum FIFA Mobile Release. Tut mir auch leid, aber es hat sich halt ein bisschen verzögert wegen dem Handy etc. pp. Let's go Leute, ich hab Bock. Ich werde die Road to Glory so ablaufen lassen. Natürlich kein Echtgeld ausgeben, ist klar. Aktuell habe ich im Kopf, dass wir ein Premier League Team bauen. Da könnt ihr mir sehr gerne unten reinschreiben in die Kommentare, auf welche Liga wir uns fixieren sollen. Weil in FIFA 20 Mobile muss man sich wohl oder übel halt auf eine Liga fixieren. Ansonsten ist es halt nicht möglich, den höchsten Chemistry-Wert rauszuhauen. Jawolski. Ich werde hier ganz kurz die Trainingsspiele machen. Quasi die Einführungsspiele in FIFA Mobile. Und da werde ich euch aber nicht mitnehmen. Auch noch ein ganz kleiner Hinweis. Ich werde die Road to Glory nicht so machen, wie ich sie in FIFA 19 Mobile gemacht habe, sondern ich werde halt auch privat spielen, privat Münzner spielen, privat die Events spielen etc. Und halt nicht nur immer in den Folgen spielen. Und auch dazu muss man sagen, ich werde nicht täglich die Road to Glory bringen, sondern halt dann, wenn ich A, Lust drauf habe und B, wenn ich denke, ja, jetzt könnten wir wieder eine neue Folge aufnehmen. Boah Leute, ne? Ich muss ja mal sagen, das war absolut nervig, die ganzen Tipps und die ersten Schritte, die Hazard da erklärt hat, ne? Absolut nervig. So sieht unser Team aus. Ich kann aber jetzt hier noch ein bisschen das Team verstärken. Ich habe ja diese Standard-Anfangsspieler da bekommen. Ich werde 4-3-3 offensiv spielen. So, absolut meine Lieblingsformation, Leute. Ich werde einfach keine andere Formation spielen. 4-3-3 offensiv ist meine Formation. Bam, fertig. Hier, Thuram habe ich gezogen. Also, Thuram hat man halt immer bekommen. Martin habe ich gezogen. Den können wir auch hier reinstellen ins zentrale Mittelfeld. Und Ampadu natürlich auch als Innenverteidiger. Genau, ihr könnt wie gesagt gerne unten reinschreiben, welche Liga. Aber ich denke, ich gehe ganz stark davon aus, dass wir uns hier mit dem Road to Glory Account auf die Premier League fixieren werden. Ich gehe rein ins Korea-Event. Wie gesagt, ich werde halt auf dem Road to Glory Account halt auch privat spielen, World Tour und so weiter und so fort. Können wir nicht sogar direkt jetzt ein Korea-Pack öffnen? Ja, Hazard, erklär mir doch nicht wieder alles. Ich weiß es doch, wie es geht. Hier, mit diesem... Sind das nicht? Ach nee, das sind 20 Energie. Obwohl, trotzdem, wenn wir jetzt hier unten... Aber das schaffe ich doch niemals, gegen ein 90er-Team zu zocken. Ich schaffe es ja auch niemals. Oder führe ich hier wenigstens? Alter, Leute, ich habe ein 62er-Team. Wie soll ich denn hier die CPU-Spiele schaffen? Jetzt ohne Witz, Jungs. Wie soll ich denn das machen? Das Skillspiel kriegen wir zwar hin, ich mach mal oben, Leute. Alter, was... Daran habe ich ja gar nicht gedacht. Ich habe ein 62er-Team, wie soll ich am Anfang... Ich muss World Tour zocken, aber in der ersten Folge der Road to Glory würde ich jetzt ungern halt die ganze Zeit mit euch immer nur CPU-Spiele machen. World Tour, bam, 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 bam. Das kann ich privat durchballern, aber jetzt hier... und Versus Angriff macht ja... Oder Versus Angriff können wir ja nicht mal spielen, Leute. Was ist das hier? Ah... Ein Torpunkt, aber ich brauche ja 25, um hier irgendwie was öffnen zu können. So, das Spiel kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Weil wir sind in der 35. Minute, führen 1-0. Zur Not kann ich halt die ganze Zeit auf, ja, auf Ekelhaftigkeit hinten rumspielen. Mache ich aber nicht. Weil ich hoffe, dass ich es auch so schaffe, ohne den Ball hinten rumspielen zu müssen. Schauen wir einfach mal. Hanek, hört sich an wie Hamjik. Hanek, Hamjik, Leute. Kennt ihr den Unterschied? Ha! Yoing, Tsung Yong. Verliert den Ball, aber wir sind trotzdem weiterhin im Ballbesitz. Hallo, Empfänger. Okay, einfach so. Hanek, da ist er wieder. Leute, Hanek spielt sich zur Legende heute. Oder auch nicht. Ja, Spiel haben wir gewonnen. Klar eigentlich, ne? Ein Torpunkt. Ich werde heute aber safe kein Korea-Pack öffnen können in der ersten Folge. Und ich würde auch fast schon sagen, dass wir die Folge, obwohl 38.000 Münzen, die nächsten zwei Torpunkte, der Markt ist ja auch noch geschlossen. Den Markt muss ich mir erst noch freischalten mit Level 10, Leute. Ich muss halt jetzt in den nächsten Stunden, in den nächsten 1-2 Tagen halt ordentlich reinsuchten in die Road to Glory, halt in den Account, dass wir halt den Markt freischalten, dass wir uns die ersten Transfers, tätigen können. Ja, und beim Korea-Event halt auch mal ein bisschen weiter zocken können, weil jetzt gegen das nächste CPU-Spiel, man könnte es schaffen, ja, es wird aber schwierig mit dem 72er Silberteam. Wir können ja noch das
Skillspiel machen, das nächste Skillspiel, weil das sollten wir eigentlich auch schaffen. Ziel, Szenarios, also die normalen Schüsse. Dann World Tour muss ich auch zocken, weil World Tour bringt halt mega was am Anfang. Und ich bin ja quasi am Anfang, Leute. Ich bin ja quasi am Anfang. Ich würde mich interessieren, also mich interessiert, vielleicht hat ja jemand von euch auch gerade erst mit FIFA Mobile gestartet. Schreibt mal unten rein. Vielleicht seht ihr auch diese Folge und habt und denkt euch, boah, geil, FIFA Mobile, habe ich Lust zu zocken. Und startet quasi mit mir gemeinsam. Jawohl, ein Glück habe ich da doch das den Ball ins Tor geschossen. Ansonsten hätte ich das Spiel nicht geschafft. Aber ich würde sagen, Leute, ich beende jetzt hier an dieser Folge einfach die, an dieser Stelle die Folge. Die erste Folge der Road to Glory. Ich habe Bock in den nächsten, das ganze nächste Jahr FIFA Mobile, ist ja klar, die Road to Glory durchzuziehen. Nochmal der Hinweis, es wird jetzt nicht täglich die Road to Glory geben. Ich werde privat zocken und die Road to Glory vielleicht 2-3 Folgen in der Woche. Und die wird dann halt immer um 17 Uhr online kommen, außer am Wochenende. Jetzt kommt ja die Folge schon vormittags, Leute. Ich bin jetzt raus. Wir sehen uns heute Abend wieder um 20 Uhr auf meinem Hauptaccount. Und dann sehen wir uns, ja, heute Abend. Haut rein. Ich wünsche euch einen schönen Samstag, einen schönen Bundesliga-Samstag. Wir sehen uns. Haut rein und tschüssi.